Wenn der ehemalige Innenminister Karl-Peter Bruch uns gegenüber eingesteht, er hätte seinen Kollegen Ingolf Däubel, Zitat, brutal abhalten sollen, dann wird schon die ganze Brisanz unseres nächsten Beitrags klar. Däubel, der Ex-Finanzminister, muss sich ja ab Oktober vor Gericht verantworten. Vorwurf Untreue. Die Insolvenz des Nürburgrings erreicht damit einen weiteren dramatischen Höhepunkt. Sarah Kreis über ein Finanzdebakel und die Suche nach den Schuldigen. Ingolf Däubel, Ex-Finanzminister und Ex-Aufsichtsratsvorsitzender der Nürburgring GmbH. Tragische Figur oder verantwortungsloser Finanzjongleur? Er selbst sieht sich als unschuldiges Opfer. Für die Staatsanwaltschaft ist er Täter. Eine Opferposition hat sich nach unseren Ermittlungen so zumindest nicht ergeben. Die Finanzgeschäfte, die Däubel mit zu verantworten hat, gleichen einem Wirtschaftskrimi. Zwielichtige Geschäftspartner, undurchsichtige und heimliche Geldtransfers, Schweizer Konten, überhöhte Provisionen, ungedeckte Schecks, Briefkastenfirmen. Bis heute ein Rätsel, warum Däubel sich darauf einlässt. Ziemlich klar nur, Däubel ist zunächst beseelt und schließlich besessen von einem einzigen Gedanken. Für den Erlebnispark am Nürburgring will er private Investoren finden. Die Finanzierung ist exzellent. Das ist die, die ich mir immer erhofft hatte. Eigentlich sogar noch besser. So der Finanzminister noch 3 Wochen vor dem endgültigen Scheitern. Wir zeigen die Aussagen dem damaligen Innenminister Bruch. Er erinnert sich gut. Ich habe ihm damals gesagt, irgendwann mal so, wie wir jetzt reden, habe ich gesagt, so, dann lass es doch. Dann müssen wir halt eben den sauren Apfel beißen und müssen gucken, wie wir die 200 Millionen, damals ging es um 200 Millionen, jetzt ging es um 250 Millionen, wie wir das finanzieren. Ja. Aber das war nicht zu machen. Er macht das privat. Um den Ausbau des Nürburgrings privat zu finanzieren, lassen sich Däubel und Nürburgring-Geschäftsführer Karfitz auf dubiose Finanzvermittler ein. Darunter der Schweizer Barandun. Diese sollen private Investoren für das Mammutprojekt gewinnen. Als Vorbedingungen werden 3-stellige Millionenbeträge aus der Landeskasse in die Schweiz transferiert. Doch die ersehnten Investitionen bleiben aus. Zweifel an seinen Partnern wischt Däubel rigoros beiseite. Entschuldigen Sie bitte, wenn Investoren, ohne dass man irgendwas über die weiß, öffentlich diskreditiert werden, dann ist das ein unglaublicher Vorgang. Doch Däubel hätte um den zweifelhaften Ruf seiner Partner wissen können. Denn 2-mal überprüft das Landeskriminalamt die Finanzvermittler. Das Ergebnis? Sie seien zwar nicht strafrechtlich auffällig geworden, dennoch der Rat: Finger weg. Innenminister Bruch teilt damals die Bedenken. Was ich mir vorwerfe, ist eigentlich, dass ich meinen Freund Ingolf Däubel, der ein hochklassiger Finanzer ist, nicht, ich sag mal, brutal abgehalten habe davon. Aber Ingolf Däubel hat damals sehr deutlich und sehr klar gesagt, ich werde das nur tun, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind und werde es nur dann tun, wenn die mir raten, also die Büros, die er hat ja mehrere gehabt, wenn die sagen, okay, das kannst du machen. Und damit waren meine Bedenken, wenn man so will, hinten angestellt. Das Ende kommt erst, als die Privatfinanzierung spektakulär platzt. Der eingereichte Scheck ist nicht gedeckt. Nur durch einen Zufall wird verhindert, dass dennoch eine Provision von 4 Millionen Euro an die erfolglosen Vermittler geht. Und dann ist da noch Unternehmer Kai Richter, heute Pächter am Ring. Eigentlich als Investor angepriesen, entpuppt sich der vermeintliche Geldgeber bald als Klamm. Kurzerhand sorgt Däubel dafür, dass Richters Firma 85,5 Millionen Euro von einer Landesbanktochter erhält. Dafür ist Däubel nun angeklagt. Der strafrechtliche Vorwurf besteht darin, so der Staatsanwalt, dass das Land für die Geldhingabe eine Bürgschaft gegeben hat, obwohl aus unserer Sicht keine ausreichenden Bonitätsprüfungen stattgefunden haben und auch darüber hinaus keine ausreichenden Sicherheiten zur Verfügung gestanden haben. Das heißt, der Schaden ist die Gefährdung des Landesvermögens. Weiterer Anklagepunkt: die Provisionen an die erfolglosen Finanzvermittler. Über 1 Million Euro haben sie erhalten, davon 385.000 Euro ohne vertragliche Verpflichtung. Betrug konnte 2 von ihnen nicht nachgewiesen werden. Gegen den Schweizer Barandun laufen die Ermittlungen noch. Und die Aufsichtsratsmitglieder der Nürburgring GmbH? Unter anderem sitzt damals der heutige Finanzminister Kühl in dem Gremium.
Es ist wichtig, dass ich mich nicht strafrechtlich falsch verhalten habe, dass keine Schadensersatzanforderungen gegenüber mir bestehen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass ich in den Gremien des Untersuchungsausschusses deutlich machen konnte, dass ich nicht nur in diesem Gremium saß, um Dinge abzunicken, sondern um Dinge kritisch zu hinterfragen. Wir fragen bei der Staatsanwaltschaft nach, ob auch gegen damalige Aufsichtsratsmitglieder ermittelt wird. Nach den Ermittlungen ist das weitgehend unter der Ägide des Vorsitzenden des Aufsichtsrates, das war Herr Professor Deubel, erfolgt, ohne dass die anderen Aufsichtsratsmitglieder eingebunden gewesen sind. Deubel unter Anklage. Es geht nicht um persönliche Bereicherung, aber um unverantwortlichen Umgang mit öffentlichen Geldern. Opfer oder Täter? Zumindest wurde er Opfer seiner eigenen Idee.